Jedes Mal machen wir uns Pläne für das neue Jahr. Wir sind ambitioniert und setzen uns neue Ziele. Zum Beispiel mit dem Rauchen aufzuhören oder 10 Kilogramm abzunehmen oder eine neue Sprache zu lernen. Wir starten ganz gut, die ersten paar Wochen laufen super, doch dann kommt das Leben plötzlich dazwischen. Eine Erkältung hier, eine stressige Arbeitswoche da. Und ehe man sich versieht, ist von den geplanten Zielen nicht mehr viel übrig. Und am Ende des Jahres stellt man fest, dass man keine bis wenige Ziele erreicht hat. Und kommt dir das bekannt vor? In diesem Video will ich folgende Frage auf den Grund gehen. Was muss man konkret machen, um die eigenen Ziele auch wirklich zu erreichen? Um das zu beantworten, werde ich dieses Video in 3 Parts aufteilen. Im ersten Part geht es darum, warum man sich überhaupt Ziele setzen sollte. Also welchen Nutzen das überhaupt mit sich bringt. Im zweiten Part zeige ich dir, wie du konkret Ziele setzen kannst. Hier wird es also ganz praktisch. Im dritten Part zeige ich dir, wie Systeme und Gewohnheiten die Erfolgsaussichten in der Zielerreichung um ein Vielfaches erhöhen können. Und am Schluss habe ich dann auch noch eine Buchempfehlung für dich. Das Buch hat wirklich, ohne zu übertreiben, mein Leben verändert. Part 1. Warum Ziele setzen? Als erstes sollten wir uns überlegen, warum es überhaupt sinnvoll ist, sich Ziele zu setzen. Man könnte glauben, dass es wenig bringt, wenn wir ständig die guten Vorsätze oder allgemein Ziele für die kommende Zeit nicht erreichen. Also warum überhaupt die Mühe machen? Tatsächlich gibt es sehr viele Gründe, es trotzdem zu tun. Studien haben gezeigt, dass regelmäßiges Aufschreiben der eigenen Ziele die Wahrscheinlichkeit um 42% erhöht, sie auch wirklich zu erreichen. Das heißt, du hast schon einen riesen Vorteil, wenn du dir aktiv Gedanken darüber machst und das auch noch aufschreibst. Zusätzlich bieten Ziele eine Orientierung, eine Art Leitstern für das eigene Leben. So verlierst du im täglichen Doing nicht das für dich Wesentliche aus den Augen. Du kannst dann immer wieder zurückschauen und sagen, was wollte ich eigentlich erreichen? Zahlt das, was ich gerade mache, auf meine Ziele ein? Sind meine gesetzten Ziele noch stimmig oder müssen sie angepasst werden? Ich persönlich überlege mir seit über 10 Jahren jedes Jahr aufs Neue, wie ich mich ausrichten will, in welche Richtung ich mich entwickeln will, welche neuen Skills ich lernen will oder welche Dinge ich einfach mal ausprobieren will. Das Format und das Tool, in dem ich das mache, sieht fast jedes Jahr anders aus, aber die Idee bleibt die gleiche. Ziele setzen, um eine Orientierung zu haben, eine Richtung, in die ich gehen will. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich dadurch automatisch alle meine Ziele erreiche oder dass sich meine Ziele über das Jahr gesehen nicht verändern können. Aber ich habe damit eine Orientierung für mich gewonnen. Das bringt für mich auch Motivation mit sich und vor allem Commitment, also eine Art Selbstverpflichtung für mich selbst. Part 2. Wie setzt man Ziele? Wir wissen also jetzt, dass Ziele setzen grundsätzlich eine gute Sache ist. Aber das alleine reicht uns natürlich noch nicht. Jetzt geht es darum, wie man konkret Ziele setzt und worauf man achten sollte. Ich nutze dafür ein Tool namens Notion. Falls du das noch nicht kennst, das ist im Grunde eine Notizen-App mit extrem vielen Funktionen. Ich nutze hier mein eigenes Template, mit dem ich mein ganzes Leben abbilde und steuere. Mein Tutorial zu Notion und mein Template findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich nutze zwar Notion, aber alles, was ich dir gleich zeige, kannst du auf die App deiner Wahl übertragen. Oder du nutzt Stift und Papier. Bei der Gelegenheit schreib mir doch mal unten in die Kommentare, wie du deine Ziele aufschreibst. Also ich habe 8 Bereiche in meinem Leben identifiziert, für die ich mir Ziele setzen will. 5 davon würde ich als Kernbereiche bezeichnen, die für dich auch interessant sein können. Und noch 3 spezielle Bereiche bei mir persönlich. Die 5 Kernbereiche sind Familie und Freunde, Gesundheit, Finanzen, Hobbys und Beruf. Und meine speziellen Bereiche sind Home, unser Zuhause, was wir derzeit renovieren, Uni, mein MBA-Studium und Vincent Benedict, mein YouTube-Kanal. Ich nehme jetzt exemplarisch mal einen Bereich raus, Gesundheit zum Beispiel, um dir das Framework konkret zu zeigen, was ich nutze. Die Vorgehensweise kommt aus dem Buch Principles von Ray Dalio, einem bekannten amerikanischen Unternehmer, und funktioniert folgendermaßen. Es gibt 5 Schritte, die man Stück für Stück durchgeht. Erstens, setze klare und mutige Ziele. Zweitens, identifiziere Probleme. Drittens, finde die tiefere Ursache. Viertens, designe die Lösung. Und fünftens, setze um. Wenn ich das für den Bereich Gesundheit mache, dann könnte das folgendermaßen aussehen. Erstens, setze klare, mutige Ziele. Beispiel, ich werde bis Ende 2023 12 Kilo abnehmen. Für die Klarheit von Zielen kann man sich immer an der SMART-Regel orientieren. Also ist das Ziel spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und zeitlich eingegrenzt. In meinem Fall ist das für mich jetzt gut genug. Zweiter Schritt, identifiziere Probleme.
Jetzt kann man sich fragen, welche Probleme bei der Umsetzung auftauchen können. Ein Problem bei mir könnte sein, zu wenig Zeit zu haben, um Sport zu machen. Drittens, finde die tiefere Ursache. Im dritten Schritt überlegt man dann, welche tieferen Ursachen hinter den Problemen bei der Umsetzung stecken könnten. Dafür kann die berühmte 5-Whys-Technik angewendet werden. Man fragt dabei bis zu 5-mal mit Warum nach. Also, warum könnte ich zu wenig Zeit haben, um Sport zu machen? Antwort: Weil ich so viel arbeite. Und warum beeinflusst die Arbeitszeit, wie oft ich Sport mache? Antwort: Weil ich häufig nach der Arbeit zu müde bin, um Sport zu machen. Und warum mache ich nach der Arbeit Sport und nicht davor? Guter Punkt. Und hier könnte ich einen Lösungsansatz ableiten, vor der Arbeit Sport zu machen und damit zum nächsten Schritt überleiten. Viertens, designe die Lösung. In diesem Schritt geht es wirklich darum, praktisch zu werden, damit man die Ziele auch wirklich erreicht. Also, wie kann ich das Ziel konkret erreichen, 12 Kilo abzunehmen und wie sieht dabei die Lösung aus? Einen Punkt haben wir bereits aus Schritt 3 ableiten können, also morgens vor der Arbeit Sport zu machen. Und zwar 2-mal pro Woche. Dazu kommen noch meine anderen Sportarten, die ich 1-mal pro Woche mache. Bei einigen Zielen kann es auch Sinn machen, sich zu überlegen, zu welchem Zeitpunkt man loslegen möchte. Beispielsweise in einem bestimmten Quartal oder Monat. Wenn wir das gemacht haben, geht es zum letzten Punkt. Fünftens. Setze um. In diesem letzten Schritt geht es darum, die geplanten Ziele mit der eben überlegten Herangehensweise umzusetzen. Was ich bei diesem Schritt empfehlen kann, ist es, regelmäßig auf den Fortschritt zu schauen und zu reflektieren. Im Projektmanagement zum Beispiel ist das gängige Praxis, eine sogenannte Retrospektive oder Lessons Learned durchzuführen. Das sind Meetings, in denen man auf die vergangenen Wochen oder Monate zurückblickt und überlegt, was lief gut und was lief nicht so gut. Und genau das könnten wir bei unseren Zielen machen. Beispielsweise 1-mal im Monat einen Rückblick machen, wie es mit der Zielerreichung gelaufen ist und was vielleicht noch nicht so gut geklappt hat. Oder man stellt fest, dass sich die Ziele geändert haben. Und dann würden wir einfach Anpassungen machen. Ich werde zum Beispiel Ende Januar oder Anfang Februar genau auf meine Ziele und auf meinen Fortschritt schauen und hoffentlich gute Schlüsse daraus ziehen. Ich habe genau für diesen Prozess, den wir eben gemeinsam durchgegangen sind, eine ausdruckbare PDF-Version erstellt. Wenn du auf meine Homepage gehst und dich für meinen Newsletter einträgst, schicke ich dir das dann einfach zu. Aber keine Sorge, du bekommst kein Spam von mir und ich würde mich dann ab und zu nächstes Jahr melden und mal fragen, wie es mit deinen Zielen so steht. Quasi als eine Art Accountability-Partner. Part 3. Systeme und Gewohnheiten. Eine der wichtigsten Erkenntnisse in diesem Prozess war für mich, dass Systeme und Gewohnheiten wirklich der Schlüssel zum Erfolg sind. Wenn wir uns beispielsweise Sportler anschauen, Fußballprofis zum Beispiel, dann haben die ja im Grunde alle die gleichen Ziele. Spiele gewinnen, die Meisterschaft holen, den Pokal gewinnen und so weiter. Das heißt, diese Ziele zu haben, ist nicht der ausschlaggebende Grund, warum eine Mannschaft besser abschneidet als die Gegner. Es geht also nicht nur darum, sich ambitionierte Ziele zu setzen, sondern vor allem geht es um die regelmäßigen Aktivitäten, die wir ausführen. Nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Gewicht verlieren. Wenn ich Gewicht verlieren will, dann sind die täglichen Aktivitäten extrem wichtig. Also was man genau isst, ob man die Treppe nimmt oder den Fahrstuhl, ob man ein Apfel isst anstatt eines Schokoriegels, ob man die Sporteinheit noch durchzieht, obwohl man müde ist und so weiter und so fort. Es sind also kleine Gewohnheiten und Handlungen, die mittel- und langfristig darüber entscheiden, ob man die eigenen Ziele erreicht oder nicht. Und hier kommt die Buchempfehlung, die ich am Anfang des Videos erwähnt habe. Das Buch heißt Atomic Habits von James Clear und ist ein absolut fantastisches Buch, was ich wirklich jedem empfehlen kann. Es geht um Mini-Gewohnheiten, die dein Leben wirklich transformieren können. Ich habe darüber mal einen Blogartikel geschrieben, falls du da mal näher reinschauen willst. Die Grundessenz ist aber, dass Gewohnheiten in 4 Schritten entstehen. Auslöser, Verlangen, Reaktion, Belohnung. Wenn wir uns das nochmal mit dem Beispiel mit dem Gewichtsverlust anschauen, könnte das so aussehen. Ich komme nach der Arbeit nach Hause und sehe auf dem Tisch eine Schüssel mit Süßigkeiten. Das ist der Auslöser, Schritt 1. Dadurch bekomme ich das Verlangen nach Süßem. Das ist Schritt 2. Meine Reaktion ist dann, dass ich mir etwas rausnehme und esse. Schritt 3. Und meine Belohnung ist, dass ich mich gut fühle und meinen Wunsch nach Süßem gestillt habe. Schritt 4. Wenn wir verstanden haben, wie Gewohnheiten entstehen, dann können wir versuchen, unsere Umgebung so zu verändern,
dass für unsere Ziele hilfreiche Aktivitäten ausgelöst werden. Ein einfaches Beispiel dafür wäre, die Schüssel mit Süßigkeiten durch Obst zu ersetzen. Dadurch sehe ich sofort das gesunde Essen, wenn ich nach Hause komme, und werde mehr gesundes Obst essen und vor allem weniger Süßigkeiten. Es geht also darum, Systeme und Gewohnheiten zu etablieren, die für unsere Zielerreichung nützlich sind. Versuche einfach bei deinem Ziel noch zu überlegen, wie du dir dein Leben noch leichter machen kannst. Zum Beispiel durch Veränderungen deiner Umgebung, durch die Änderung deiner Arbeitsweise oder durch die Nutzung eines anderen Tools. Das war jetzt mal ein kleiner Abstecher zu den vielen richtig guten Ansätzen aus dem Buch Atomic Habits. Ich packe dir den Link zum Buch einfach mal in die Videobeschreibung. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinen Zielen und schreib mir doch mal wirklich in die Kommentare, wie du das jetzt konkret machst und was dein größtes Ziel für die nächste Zeit ist. Hier ist noch das Video zu meinem neuen Lieblingstool Notion, wo ich dir die wichtigsten Basic-Funktionen zeige. Also bis gleich dann im nächsten Video. Gute!